Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und erzählte den Menschen von Gott. Die Leute drängten sich um ihn, denn viele wollten hören, was er zu sagen hatte. Da fiel sein Blick auf zwei Boote, die am Ufer lagen. Eins davon gehörte Simon, der später Petrus genannt wurde. Die Fischer reinigten gerade am Strand ihre Netze. Jesus stieg in Simons Boot und bat ihn, ein Stück aufs Wasser zu fahren. Dort aus redete er weiter zu den Menschen. Als er seine Predigt beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahrt jetzt ins tiefe Wasser hinaus und werft dort eure Netze aus. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, erwiderte Simon. Aber weil du es sagst, möchte ich die Netze trotzdem auswerfen. Als sie die Netze wieder einzogen, waren sie so voll, dass sie zu reisen begannen. Jakobus und Johannes, denen das andere Boot gehörte, mussten ihnen zur Hilfe kommen. Sie hatten so viele Fische gefangen. Beide Boote voll wurden und beinahe untergingen. Als Simon Petrus das sah, bekam er große Angst und auch seine Freunde waren sehr erschrocken. Sie spürten, dass sie so viele Fische gefangen hatten, war ein Wunder Gottes. Petrus fiel vor Jesus auf die Knie und sagte: Geh weg von mir her, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus erwiderte: Hab keine Angst, Simon. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für Gott gewinnen. Als die Fischer ihre Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und zogen mit Jesus mit. Der nicht nur Fische fing, der erst laut und trotzig war, bis er mit Jesus ging. Er vertraute vor allen Dingen auf seine eigene Kraft, doch er merkte nur zu bald, dass er es so nicht schafft. Er lernte: Beten ist Reden mit Gott und Hören. Kann Sorge in Freude kehren. Gott hat versprochen, Gebet zu hören. Bete und nimm ihn beim Wort. Einmal fuhr er zum Fischen aus, doch die Netze blieben leer. Mutlos gab Petrus auf, da traf ihn am Ufer der Herr. Folge mir, sagte Jesus, und gewinne Menschen für mich. Deine Kraft ist zu klein, ich bitte beim Vater für dich. Beten ist Reden mit Gott und Hören. Beten kann Sorge in Freude. Versprochen, Gebet zu hören. Bete und nimm ihn beim Wort. Petrus lernte viele Dinge, als er mit Jesus ging. Still zu sein, sich zu freuen, dass er nur Menschen fing. Doch er lernte vor allen Dingen, nicht sich allein zu vertrauen. Er sagte Gott seine Not und konnte Wunder schauen. Er lernte: Beten ist Reden mit Gott und Hören. Beten kann Sorge in Freude kehren. Gott hat versprochen,
versprochen, Gebet zu hören. Bete und nimm ihn beim Wort.